Ist unser Universum mit einem Paralleluniversum zusammengestoßen? Forscher haben einen besonders kalten Fleck in der Hintergrundstrahlung untersucht und festgestellt, dass bisherige Erklärungen das Phänomen eben nicht erklären können. Aber was verursacht den Fleck? Ihre These, der Zusammenstoß mit einem Paralleluniversum. Wie die Wissenschaftler auf diese Idee gekommen sind, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wenn wir ins Weltall blicken, dann sehen wir nicht nur Galaxien, Sterne, Gaswolken und so weiter in großer Entfernung, wir sehen auch in die Vergangenheit. Der Grund: Licht braucht Zeit, um zu uns aus großen Entfernungen zu gelangen. So ist das Sonnenlicht bei uns zum Beispiel rund 8 Minuten alt. Wir sehen also die Sonne in einem Zustand, der 8 Minuten alt ist. Ist eine Galaxie zum Beispiel 50 Lichtjahre entfernt, dann sehen wir immer den Zustand von vor 50 Jahren. Ja, und so weiter. So können wir fast bis zur Entstehung des Universums zurück in die Zeit sehen. So wurde erst letztes Jahr eine Galaxie entdeckt, die wir in einem Zustand kurz nach dem Urknall sehen. Sie ist nur 400 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden und 13,4 Milliarden Jahre alt. GNZ11, so heißt die Galaxie, ist so weit weg, also 13,4 Milliarden Lichtjahre, und wir sehen sie eben auch zu diesem Zeitpunkt, weil das Licht so lange zu uns braucht. Aber wir können noch weiter in die Vergangenheit gucken. Der Grund ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Sie ist das Überbleibsel eines Ereignisses lediglich ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall, die sogenannte Rekombination. Damals bildeten Protonen und Elektronen den Wasserstoff. Das Weltall wurde durchsichtig und Photonen, Lichtteilchen, wurden freigegeben. In jedem Kubikzentimeter Weltall gibt es die Überreste dieses Ereignisses. Es sind rund 400 Photonen pro Kubikzentimeter. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Eigentlich müsste sie ganz regelmäßig im Weltall verteilt sein, weil zur Zeit der Entstehung das Universum eine homogene, also einheitliche Wolke war. Doch das ist nicht der Fall. Es gibt einen merkwürdigen kalten Fleck. Er ist zwar nur ein klein wenig kälter, also 0,00015 Grad, aber das und die Größe des Bereichs reicht, um als seltsame Anomalie zu gelten. Es kann kein Zufall sein, aber was verursacht dieses Phänomen? Bisher dachten viele Forscher und Forscherinnen, dass in dem Bereich vor dem kalten Fleck einfach eine große Leere sei, die diesen Bereich kälter erscheinen lassen. Jetzt wurde das aber von einem Wissenschaftlerteam um Ruairi McKenzie von der University of Dunham in Großbritannien überprüft. Dabei kommt das Team zu einer verblüffenden Erkenntnis. Es hat dazu die Rotverschiebung von rund 7000 Galaxien vor diesem Bereich untersucht. Die Rotverschiebung kommt ja durch die Ausdehnung des Weltalls zustande. Licht bewegt sich ja immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Das gilt übrigens in jedem Medium, allerdings wird es immer an den Atomen kurz gestoppt, interagiert und fliegt dann weiter. Aber zwischen den Atomen hat es diese konstante Lichtgeschwindigkeit. Und durch diese Interaktion kommt zum Beispiel zur Lichtbrechung bei einem Prisma. Aber es könnte im Weltraum eben keine Rotverschiebung geben. Allerdings dehnt sich eben der Raum aus und so wird das Licht wie der Schall bei einem wegfahrenden Auto langwelliger. Bei einem Auto wird der Ton tiefer und das Licht wird eben rot. So hört sich das immer an. Für die Raumzeit gilt eben diese feste Größe der Lichtgeschwindigkeit nicht. So wird dann übrigens der Warp-Antrieb funktionieren, aber dazu später mal mehr. Also anhand dieser Rotverschiebung hat das Team nun festgestellt, die große Leere gibt es nicht. Vor dem kalten Fleck ist alles wie im übrigen Weltall auch. Denn das ist auch das kosmologische Prinzip. Das Weltall ist unabhängig von dem Ort, von dem ich es aus beobachte, und unabhängig von der Richtung, in die ich blicke, homogen, also einheitlich. Also was ist da anders an dem kalten Fleck? Die Wissenschaftler sind jetzt auf eine verblüffende Idee gekommen. Zitat: Die spannendste Erklärung wäre, dass der kalte Fleck durch eine Kollision zwischen unserem Universum und einem anderen verursacht wurde, meinen die Forscher. Also der Zusammenstoß mit einem Paralleluniversum. Die Idee dahinter ist die Existenz von zahlreichen weiteren Universen und wir wären dann nur eins von vielen in einem Multiversum. Zitat: Sollten weitere, noch detailliertere Analysen der kosmischen Hintergrundstrahlung die Kollisionshypothese stützen, dann wäre der kalte Fleck der erste Beleg für die Existenz eines solchen Multiversums. Ja, über dieses Thema habe ich ja schon öfter hier berichtet. Playlist dazu gibt's gleich. Es gibt noch eine weitere These, die allerdings mit dem kosmologischen Prinzip kollidiert. Ein Webfehler, der in der Phase der Rekombination entstanden ist, aber er wäre eben halt nur schwer mit dem kosmologischen Prinzip zusammenzubringen. Tja, schauen wir mal, wie die Ursachenforschung hier weiterkommt. Wenn ihr also erfahren wollt, ob wir mit einem Paralleluniversum zusammengestoßen sind, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Nur dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Hier gibt es die Playlist zum Thema Multiversum, holographisches Universum und so weiter. Mindblowing.
Wenn ihr draufklickt, garantiere ich euch den Brainfuck schlechthin. Also bis dann. Bleibt dran.